Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play 7 Days to Die von Eisenheim und Razor. Hey, hallihallo. Und wir sind hier wieder zurück in der Scheune und irgendwie ist hier auch alles eingestürzt. Also gestern oder bei der letzten Aufnahme ist ja schon die Hälfte vom Dach eingestürzt und jetzt fehlt irgendwie auch noch hier Teile vom Boden und vorne noch was. Wir sind gerade dabei, hier die letzten Zombies, die hier noch überlebt haben, hier drin zu erledigen. Zu erledigen, ne? Und dann wollten wir eigentlich uns heute mal das Haus auf der anderen Seite der Straße anschauen. Genau, weil unser Ziel ist nach wie vor, wir brauchen einen Bohrer, wir haben Großes vor, wir wollen es bumm machen lassen. Und wir brauchen natürlich auch Sprit. Klar, natürlich. Also Ziel Nummer 1, Benzin sowie Bohrer. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt hier gerade mal wieder ein bisschen ruhigere Folge wird. Letztes Mal wurden wir eigentlich irgendwie von Zombies nur so belagert. Und ich sehe schon, die kommen schon wieder ins Haus. Und die rennen schon wieder, obwohl sie das nicht dürfen. Egal. Wir waren damit schon fertig. Kriegen wir hin. Ja. Und irgendwie ist mir auch zu blöd, jetzt die Zombies zu looten. Weil im Haus gibt's bestimmt viel coolere Sachen. Lass mich raus, ich sterb. Verdammt. Du bist noch nicht gestorben? Nein, ich bin noch nicht gestorben. Okay, wir schaffen das schon. Kann es sein, dass wir uns den Eingang etwas größer geschossen haben? Ja, wir haben den Eingang größer gemacht. Warst du schon oben im ersten Stock? Nee, wir waren noch nicht oben. Oh, du bist natürlich jetzt die Treppe runtergeflogen. Dann bekomme ich jetzt das gute Zeug im Obergeschoss. Tja, Leute, ihr wisst, Loch ist Loch. Da fällt man durch. Ja. Ich gehe mal nach oben. Da ist jetzt noch ein bisschen Licht. Und Zombies, die rennen. Oh cool, bist du auf dem Dach, im Dach? Ja, weg. Weggehen. Oh nein. Bleib einfach stehen, lass dich beißen. Gut. Hier liegt auch irgendwie Zeugs rum, Magazin. Und ich muss mich mal schnell heilen. Sonst. Zum Glück habe ich ja Painkillers dabei. So. So, ja, mein Inventar ist schon wieder unordentlich. Das liegt aber auch dran, dass wir hier eigentlich einiges Zeug sammeln. Und ja. So kann man da auch nicht die Ordnung wahren. Scharfschützenmunition auch ganz praktisch. Oh, verdammt. Und ich habe endlich Maschinengewehr. So, ich war kurz AFK, ich weiß so, mal schauen. Was? Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. So, jetzt haben sich die Treppe ich kaputt selber kaputt gemacht. Wir können einfach hinten durchs Haus raus und weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Im Prinzip verlieren wir keine Zeit, weil wir wollen. Im Prinzip ist das ja gerade Munitionsverschwendung. Also. Nur gucken, wo wir aus dem Haus rauskommen. Hier sieht es doch eigentlich ganz passabel aus. Also ich gehe runter, okay? Jo. So, ich bin draußen. Jetzt mal nochmal kurz auf der Karte orientieren, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, genau in die Richtung. Ups. Und ich sehe dich schon. Also, lass uns einfach aufbrechen. Ich meine, hier haben wir ja alles geholt, was zu holen war. Wenn wir zurückkommen wollen, der Schlafsack liegt ja auch noch da. Genau, sichtbar auf der Minimap mit diesem kleinen V. Hast du auch immer beim Rennen dein Glas in der Hand? Nee, ich hab meine Schrotflinte. Jetzt rüste ich kurz was zu trinken aus. Sieht so aus, als würden wir den Nationalwald, Forest jetzt auch gleich. National Forest verlassen, ne? Ja. Da vorne. Ah, okay, die Bäume brauchen einfach zum Laden. Ich dachte, da vorne käme jetzt der Wald, wo es ziemlich kahle Bäume gibt, weil der durch Feuer zerstört wurde. Aber scheinbar dauert es einfach nur ein bisschen, bis die Texturen da vorne laden. Machst du das Auto? Mhm, war aber nichts drin. Sprit drin? Nein. Verdammt. Und ich hatte doch recht, es ist der kaputte Wald. Ja, dieses, The Burned Forest. Kann man das eigentlich kaputt schießen? Nee. Ich glaube nicht.
Ja, doch, so ein Ding in der Wohnung. Wäre vielleicht ganz nett. Und meine Ausdauer ist schon gleich wieder weg. Sollen wir das kaputte Haus hier noch mitnehmen? Welche Seite? Ach, das da. Ja, ich glaube, alle anderen, da ist gar nichts drin. Oh, verdammt. Die laufen, ist ziemlich schwer, die in den Kopf zu schießen. Und irgendwie ist der gerade immer schnell, wenn er hier hochläuft. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, verdammt. Okay, die im unteren Bereich sind erledigt. Der Dicke hier noch. Und ich habe einen Bohrer. Unglaublich. Nein, in dieser verlassenen Ruine? Ja, yes, wie geil. Hier hinten, sehr schön. Wie geil. Wie sieht das aus? Das bedeutet, wir können richtig schön... Ja, Orke ist sein Bohrer, ja, geil. Ich. Ja, das freut mich jetzt auf jeden Fall. Weil dann können wir unser Vorhaben mit der Sprengung echt in die Tat umsetzen. Oder? Ja. Würdest du noch... Oh, wir sind da irgendwie falsch gelaufen. Und ja, zwar sollten wir jetzt, wenn wir zu den Häusern am See wollen, jetzt nach links gehen. Ich folge dir. Wo, hier lang oder dort? Ja, ich würde einfach kurz schnell durch den Wald gehen. Kurz mal um einiges ab. Mal gucken, ob man mit dem Bohrer auch Holz abbauen kann. Würde ich jetzt... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ob okay, das funktioniert echt beschissen. Ich glaube, das Einfachste ist einfach, das, den Erdblock unter dem Ding mit dem Bohrer schnell wegzubohren. Verdammt! Was ist? Ich bin in einem Loch, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ja, mal jetzt vielleicht, ich bin ein bisschen krank, aber... Verdammter Mist. Okay, du bist doch wieder draußen. Ja, guck dir mal das Loch an und ich habe den Dinger nur einmal gestartet. Wow, okay. Warte, das testen wir noch schnell mal, die Zeit nehmen wir uns. Achtung! Krass. Cool! Ich glaube, mit dem Bohrer wird's richtig lustig. Ja, jetzt muss ich nur irgendwie wieder rauskommen. Ein bisschen Dirt. Ich muss bloß wieder hier rauf irgendwie. Ach, du hast keinen Bohrer mehr. Sehr schön, finde ich doch, aber man muss ihn ja mit Sprit nachfüllen. So. Da wir noch nicht so viel Sprit. Und du, manche Munition haben wir jetzt eh genug. Oh, es wird schon wieder dunkel, also wir sollten gucken, dass wir jetzt echt schnell in die nächste Hütte kommen irgendwie. Ja, bevor ich irgendwas mache, packe ich den Bohrer sofort in mein Inventar. Ja, pack den Bohrer mal ins Inventar, weil den dürfen wir echt nicht verlieren. Und natürlich auch die Fässer. Die sind auch ganz wichtig, dass die sind schon im Inventar. So, wo bist du? Gut, ich bin da oben. Komm mir einfach hinterher. Ich laufe. Ich renne zu der nächsten Hütte, die ist doch da vorne. Die schaffen wir noch. Hoffe ich doch mal. Ja, säuber die ganz einfach mal. Damit ich dann auf dem... Oh, du bist aber weit weg. Ich sehe dich schon gar nicht mehr auf dem Radar. Okay. Kann man das Radar eigentlich irgendwie auch weiter raus? Nee, ich glaube nicht, dass du da rein zoomen kannst. Oder warte mal kurz, wenn wir hier in der Map zoomen. Nee, das ändert sich nicht. Schade. Okay, ich sehe dich. Okay, gut, wir müssen jetzt echt da vorne hin, sonst war's das gleich. Ich hab's irgendwie gerade im Gefühl, dass wir da nicht mehr hinkommen rechtzeitig. Oh je. Dann müssen wir ja die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, das schaffen wir. Es gibt eine gute Taktik, die wir anwenden können, wenn man zu zweit ist. Ja, du meinst die Taschenlampen. Ja, yep, genau. Ich muss kurz nachfüllen hier, ein bisschen trinken. Ach so, Marathonlauf hier. Obwohl ich die Dinger, die Taschenlampen, eigentlich sonst nie benutze. Die sind aber echt praktisch. Die sind wirklich echt gut. Man kann die, glaube ich, auch auf den Boden legen. Ich weiß noch nicht, ob das ein Bug ist. Ich glaube, das ist ein Bug. Dann drehen die sich so und leuchten. Aber ich glaube, das ist ein Bug. Und da... Oh, verdammt, das Haus ist nicht mal... Das steht nicht mal mehr wirklich. Sollen wir uns in die Erde buddeln? Nee, würde ich lassen. Wir kommen dort noch ein Stockwerk hoch. Wir kommen noch hoch, wenn wir Glück habt. Richtig Glück gehabt. Da gibt es eine Leiter, die geht noch in den dritten Stock, obwohl davon nicht von dem Haus nicht mehr viel übrig ist. Hat es dennoch hier irgendwie einen dritten Stock. Ich bin auch gleich da. Man hört dich schon schießen. Nö, ich schieß gar nicht. Echt? Ich habe ständig irgendwelche komischen Querschläge. Ich nicht. Dann ist ja gut, dass ich hier die Audioaufnahme mache. Ja. Ich würde das die Zuschauer noch irgendwie verwirren. Oh, da draußen ist noch eine Kiste geparkt. Hol ich mir das gleich mal. Oh, nur Scrap Metal. Okay, ich denke, jetzt wird es Zeit, echt nach oben zu gehen. Und oh Gott, die hüpfen hier hoch, die kommen hier hoch. Fuck, die kommen hier hoch. Die kommen hier hoch, Mann.
Und die sind richtig scheiße, die sind scheiß hässlich, die Viecher. Ich baue einfach mal das Holz hier unten ab. Ja, genau. Ich beleuchte die ganze Szenerie hier mal. Ach man, die sind so verrückt, die scheiß Viecher. Die sind einfach nur so verrückt. Die rumge... Und das Schlimme ist, dass die sich wirklich stapeln. Das ist einfach... Wenn du so viele killst, dann stapeln die sich zum Haufen und kommen dennoch überall noch hin. Ja. Das ist echt... Ja gut, und wenn du sie nicht tötest, stapeln sie sich auch, ne? Ja. Auch wenn du sie nicht tötest, also das kannst du im Übel gar nicht hinkommen. Oh, einen Schlafsack legen. Genau, ja. Das ja, ich kann Schlafsack legen. Wie wir auch rausgefunden haben, braucht man eigentlich nur einen Schlafsack legen, um alle Spieler auf dem Server, also jetzt bei uns hier, uns beide, einfach einen bestimmten Punkt spawnen zu lassen. Also man braucht nicht zwei Schlafsäcke, sondern eigentlich nur einen Location. Und es ist auch so, dass zwei Schlafsäcke an einer Location gar nicht als zwei gezählt werden, sondern nur als einen. Und ich kann ihn hier irgendwie nicht ablegen. Warum das? Warum kann ich den Schlafsack nicht ablegen? Rechte Maustaste? Ich kann ihn auf beiden nicht ablegen. Vielleicht geht das Feld irgendwie nicht. Ich kann gar nichts mehr ablegen. Kannst du ihn droppen? Dann versuche ich's mal. Ja, aber ganz seltsam. Ich kann wirklich keine Erde und nichts anbauen. Hm. Na kurz, ja, ich droppe dir. Ja. Weil ja, du kannst ja scheinbar noch Holz hinlegen. Hier. Ja. Tschuck. Hast du irgendwie Feststelltaste oder sowas aktiviert? Nee. Ja, wie gesagt, für alle, die neu zugeschaltet haben, das hier ist eine Alpha. Wir entschuldigen uns für eventuelle Fehler. Naja, müssen wir ja nicht tun. Aber, ja, ist wirklich seltsam. Ich kann gerade gar nichts anbauen. Das ist echt ein bisschen strange. Soll man auch nicht, weil es ist nämlich nicht erlaubt. Was? Anbauen. Versuch's mal mit altem Holz. Auch das geht nicht. Ja, ich hoffe dann, dass ich irgendwann wieder was anbauen kann. Ja, ja. Immer diese Anspielung. Aber ich kann auch an viele von den Holzdingern auch nichts anbauen. Gar nichts gerade. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, ja. Weil die Zombies da unten, wie die Irren, das Zeug hier auseinandernehmen. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Also, weiß ich aber gerade gar nicht. Ich bin gerade im Inventar, wie ihr hier auch seht. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen hier ordnen, ein bisschen zum Beispiel eine Schaufel wieder bauen, damit ich da was habe und damit das alles wieder läuft. Und okay, ich krass. Irgendwie von hier einen verrückten Zombie hier hoch rennen sehen, aber irgendwie doch nicht. Nur so aus dem Augenwinkel. Naja, ich gehe mal ins Inventar. Komm mal her. Ja, warte, komm auch zu dir. Kein Problem. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Hast du noch Muni? Ja. Schieß mal da runter, guck mal, also bei mir verzerren sich die Zombies total. Die Leichen. Ja, bei mir auch. Und die hüpfen auch irgendwie hoch, könnte sein, wenn du die killst, dass die irgendwie durch die Wand hoch. Ja, guck mal, die fliegen! Guck mal da hinten hin! Guck mal da nach rechts jetzt! Siehst du die Zombies in der Luft? Guck mal. Oh. Hä? Da hüben! Jetzt ist er rück! Was für ein Bug! Schieß mal auf irgendeinen Zombie, dann zeige ich das. Ja, das meinte ich, dieses so tentakelmäßige. Ja, aber guck mal, die hängen hier in der Luft. Wo? Hier. Komm mit. Jetzt guckst du mal da nach hinten, was da in der Luft hängt. Ein ganzes Quartett an Zombies. Oder nee, siehst du die nicht? Die sehe ich nicht. Jo, okay, in der Videoaufnahme sieht man sehr. Auf jeden Fall fand ich es lustig. Wie lange spielen wir eigentlich? Ich glaube, wir haben noch so ungefähr 6 Minuten, oder? Okay, sehr schön. Aber... Guck mal, ob man hier wieder... Also ich kann... Ja, wir haben noch 5 Minuten. Nichts mehr... Doch, jetzt kann man wieder platzieren. Ich glaube, das liegt echt, wenn die Zombies in der Nähe sind, also... Ja. Ich wollte im Inventar jetzt kurz was ordnen. Ich wollte kurz was ordnen im Inventar. Und zwar wollte ich hier... Warte mal kurz, was wollte ich eigentlich gerade machen? Ach ja, ich wollte mir eine neue Schaufel bauen, sowas. Aber dazu brauche ich erstmal Eisen. Und hier. Wunderbar so. Hier ein bisschen Eisen.
Und im Prinzip, ach verdammt, ich habe natürlich keine Holzstäbe. Egal, ich ordne einfach mal das Inventar, weil sich das ein paar Leute gewünscht haben, dass ich mal Ordnung schaffe. Und Eisenheim baut ja eh gerade die Hütte aus und bei mir kann ich ja nichts bauen. Da mache ich immer was Sinnvolles. Falls du übrigens Munition oder so brauchst, muss ich mir einfach kurz Bescheid geben, weil ich habe hier einiges auf Lager. So, es geht. Also die 9mm habe ich, 26 Magazine und okay, gut, Shotgun, ich habe 4 Magazine, also von dem 35. Her hast du um einiges mehr. Ja, die Taschen, die auf den Wegen liegen, ihm unbedingt mitnehmen, da ist meistens Muni drin. So. Ja, genau. Die Taschen sind immer auf jeden Fall, die sind auch immer mit wertvollen Items eigentlich voll. Zumeist sind da meistens Munition drin und so und eigentlich echt gut. Und in den Autos ist meistens Benzin drin. Wenn man Glück hat, ja. Oder die Radkappen oder die Candy, Thai Candy, mit denen kannst du ja dann auch noch so Minen bauen. Da würde ich auch mal mit sind gespannt. Das Minen, die man dann platziert? Ja, ja, das sind so Minen, die kannst du dann platzieren und die explodieren dann halt. Wieso Tretminen? Aber das will ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Was dann interessant wäre zu wissen, ob die dann nicht Erde auch wegsprengen, weil das wäre ja dann voll schlecht, wenn du dir an deinem Haus außenrum so einen Minenwall baust und dann sprengst du auf einmal dein Haus weg. Das wäre natürlich nicht so cool. Ja. So. Hier kommen die Arbeitsmaterialien hin. Hier die Waffen. Ich könnte mal die Shotgun auswechseln. Na, die lasse ich noch ein bisschen. Blueberries kommen hier rüber. Zum Essen und zum Trinken. Dirt werfe ich mal weg. Old Wood, naja. Jetzt auch mal hier lassen. Im Prinzip nimmt es mir nur Platz weg gerade. Sodele. Wasser hier hin. Sieht doch ganz nett aus hier schon. Warte kurz, ich schaue es mir auch gleich an. Haben wir denn irgendeinen? Aber ist auch ganz wichtig, dass man hier ein bisschen Überblick behält, was man eigentlich dabei hat. Und auch hier immer auf die Essensleiste schauen, weil ich sehe gerade, ich habe natürlich mal wieder zu wenig gegessen hier. Deshalb gibt es erstmal Schnitzel. Mit Pommes. Na, Pommes habe ich nicht, aber Blaubeeren. Hier als kleiner Nachtisch. Und noch ein Schluck Wasser. Später dann können wir uns auch mal Yucca-Saft machen. Wenn wir in die Wüste kommen, weil ich glaube, das ist besser als normales Wasser, was ja noch ein bisschen sättigt oder so. Auf jeden Fall muss es ja irgendeinen Vorteil haben. Ja, man kann es halt wie die Wassergläser zu sehr viel mehr stacken. Ah, okay. Aber das ist ja noch verbuggt. Dann hat es aber auf jeden Fall seine Berechtigung. So, ja. Ich glaube, das war das Stichwort. Wir sind ja jetzt hier sicher, spielen gleich weiter. Genau. Aber dann verabschieden wir uns und sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Ciao. Ciao.